Das hier ist ein wunderbares One-Pot-Rezept, was richtig gesund ist und natürlich verdammt lecker schmeckt. Dazu geht es mega schnell und ich habe auch noch einen Gast dabei, Ken. Also ganz viele Gründe, wieso ihr dieses Video schauen solltet. Wir machen eine wundervolle Reispfanne und was ich mit meine, das seht ihr gleich, denn wir benutzen heute Blumenkohl und Blumenkohl ist was sehr Feines. Ist ein ganz besonderer Reis, also wächst auch, wächst auch direkt wächst daneben. Auch ganz nur bei uns. Genau, den kannst du dir direkt mal schnappen, Messer und den so ein bisschen einteilen, vor allem von den Blättern natürlich befreien. Okay. Was wir dann weiter mit dem machen, seht ihr gleich. Bei Low Carb geht es ja vor allem darum, auf Kohlenhydrate zu verzichten. Auf schlechte Kohlenhydrate. Auf schlechte, ganz auf schlechte. Wichtig. Genau, weil Low Carb heißt ja nicht No Carb und das heißt auch nicht, dass Kohlenhydrate generell böse sind, sondern das heißt vor allem, dass man ein bisschen bewusster isst. Ja, es geht halt einfach darum, dass wir es schaffen, die Insulinausschüttung zu kontrollieren. Ja. Also was heißt zu kontrollieren, sondern dass sie halt einfach langsam in Gang kommt und das schaffen wir halt, wenn wir komplexe Kohlenhydrate haben und die schnellen Kohlenhydrate, Zucker, Weißmehl und so weiter und so fort, würden halt den Insulinspiegel nach oben schlagen. So wie den Blumenkohl. Und das wollen wir halt vermeiden, ganz einfach Heißhungerattacken vermeiden, lange satt bleiben. Für mich auch immer diese Müdigkeit nach dem Essen. Ja. Habe ich ganz oft, wenn ich... Die Pasta-Krankheit. Ja, Pasta-Krankheit, ja. Pasta mit Pesto oder sowas. Und dann isst man erstmal eine halbe Stunde oder auch länger K.O. So. Was machen wir damit? Der Blumenkohl, der kommt einmal hier rein. Okay, der wird einfach gemixt, oder? Auch, genau. Auch die oder ohne die? Wenn es gesund ist, hauen wir nicht aus wie Reis. Nee, das machen wir weg. Aber geil, oder? Ich meine, einfach ein bisschen klein mixen und dann andere. Wird der angeröstet? Der wird gleich in der Pfanne noch gebraten. Und also schmeckt halt so auch gut. Ja, wenn du sagst, ich brate ihn lieber an und würze ihn noch mal ein bisschen. Das ist bei dem Video mit der Zucchini schon alles roh gefuttert. Mhm, das ist super. Großer Fan von Rohkost. Genau. Ja, mit Hummus. Mich schmeckt, ja, mit Hummus. Mit Hummus. Mit Hummus esse ich alles so. Kannst mir Pappe geben, wenn ich den Hummus dritten kann, dann bin ich dabei. Was sind denn so die Kohlenhydrate, auf die du überhaupt nicht verzichten kannst? Definitiv auf Mate, also die Limo-Mate und den Tee. Ist ein bisschen Zucker drin, jetzt nicht mega, mega viel, aber unnötiger Zucker, sag ich mal, trinkst den man jetzt nicht braucht. Am Tag hast du ja auch den Zucker. Genau, also ich trinke halt schon so 500 Milliliter oder sowas pro Tag, also bin schon leicht süchtig, kann man sagen. Okay. Was ich gar nicht trinke, sind aber so klassische Limonaden. Also Cola habe ich 3 Jahre, 4 Jahre gar nicht mehr getrunken, Sprite oder sowas, überhaupt nicht. Ist mir auch alles zu süß mittlerweile. Ja. Das finde ich auch spannend, dass man, wenn man mal eine Zeit lang so süßes Zeug nicht isst oder nicht trinkt, auf einmal schmeckt es auch alles eklig süß. Genau. Ja. Ja. Saft sehr wenig. Auch manchmal so Orangensaft, einen frischen morgens, aber eher selten. Habe ich auch mal eine Zeit lang, eigentlich jeden Morgen, ich konnte gar nicht ohne Orangensaft aufstehen, aber lass jetzt auch weg, weil Zucker. Ja. So, die Pfanne ist schon mal heiß. Wir können eigentlich direkt mal loslegen, wenn du mir das Olivenöl schon mal in die Pfanne gibst. So 1-2 Esslöffel. 1-2 Esslöffel geht nach Augenmaß, oder? Ja, so. Bei mir sowieso immer. Wenn du möchtest, kannst du währenddessen auch schon mal einen Sellerie. Sehr gerne. Einfach klein schneiden, der kommt dann gleich in die Pfanne und wird angebraten. Ja. Kannst du gerne so einmal halbieren und dann in kleine Stücke schneiden. Ist eh Superfood par excellence. Ja, ich habe es viel zu selten zu Hause. Läuft total unterm Radar. Lustigerweise mag ich das in Hummus gedippt total. Also, weiß nicht, Sellerie hat ja so einen sehr eigenen Geschmack, auf den sehr viele Leute auch gar nicht stehen. Deswegen läuft er wahrscheinlich unterm Radar. Total. Deswegen mögen die Leute einfach nicht. So, die Zwiebeln kommen jetzt in die Pfanne schon mal, ins heiße Öl. Den Sellerie kannst du eigentlich auch schon mit reingeben. Ja. Sellerie braucht ihr jetzt nicht unbedingt für dieses Rezept, ist nicht essentiell, aber ihr habt ja gerade ganz gute Gründe für ihn gehört und ich finde, der ist total günstig. Ich habe eigentlich von Zeit zu Zeit immer mal wieder welchen zu Hause. Und bei mega so einem Rezepten einfach reinhauen. Ja. Haben wir einen Kochlöffel oder muss ich wieder Magic? Er spielt an auf ein Video auf seinem Kanal. Da hat es gut geklappt, jetzt gerade irgendwie nicht so. Nein, pass auf. Ja. Zack, da ist er. Oh. Verletzt dich nicht, du. Da. Genau. Gerne schon mal ein bisschen rühren. Wenn du Lust hast, kannst du schon mal die einfach klein schneiden. Und ich kümmere mich schon mal um Kirschtomaten. Du stehst ja eigentlich schon auch für eher die einfache Küche, oder? Absolut, ja. Eigentlich jedes Rezept auf meinem Kanal hat als Grundvoraussetzung, dass es einfach umzusetzen ist. Ja. Weil ich möchte, dass die Sachen, die ich hier vorstelle, auch wirklich nachkochbar sind. Und auch wenn man nicht viel Zeit hat oder auch denkt, dass man selber gar nicht kochen kann, super einfach umzusetzen sind. Und ja, ich hoffe, das gelingt mir auch in irgendeiner Weise. Ich sehe auf jeden Fall immer, wie Leute über Instagram irgendwie nachgekochte Sachen dann posten. Das macht mich mega glücklich, wenn ich sehe, die Leute gehen wirklich auch in die Aktion
und bemerken dann auch selber, wie einfach es eigentlich ist, guten Geschmack. Vielleicht sollte ich meine Rezepte ja auch einfacher gestalten. Dann wäre der Kanal vielleicht ein bisschen größer. Aber die Rezepte auf Kens Kanal, die sind auf jeden Fall spektakulärer nochmal und ich würde sagen, vom Geschmack vielleicht auch nochmal komplexer. Nochmal komplexer. Weil du eben nicht die etwas komplexeren Zutaten scheust, so wie ich. Nein, und vor allem, es geht halt darum, dass wir, also ich koche mit relativ wenig Fleisch, so vielleicht jedes zehnte Video hat mal eine Fleischkomponente. Bei mir ziemlich genauso von der Ratio. Aber ich möchte natürlich dieses Geschmackspaket Fleisch nicht missen in den Rezepten und deswegen haben wir da mit, ich würde nicht sagen schwer, aber aufwendig. Mhm. Wie ernährst du dich eigentlich? Lecker. Wenn du es mal so, zusammenfasst. Ich würde sagen, 85%, vielleicht sogar ein bisschen mehr, rein pflanzlich und die restlichen 10%, 15% mit tierischen, hochqualitativ tierischen Produkten. Aber du fastest auch noch mehr oder weniger, also mit dem Intermittent Fasting? Ja. Du achtest eher auf Uhrzeiten? Ich achte auf Uhrzeiten, genau. Das heißt, ich gebe meinem Körper dann schon die Möglichkeit, das aufgenommene Essen zu verwerten. Mhm. Das heißt, 15, 16, 17 Stunden. Also 16 Stunden ohne Essen, ja. Schlaf natürlich mit einberechnet, aber das ist ja schon eine ordentliche Zeit. Man gewöhnt sich dran. Das ist jetzt nichts, was irgendwie dich irgendwie auszehrt oder so, weil du isst ja, du verzichtest dir im Endeffekt nicht auf Kalorien. Mhm. Du nimmst diese Kalorien nur in einem kürzeren Zeitraum zu dir, also in diesen 8 Stunden. Und dann bist du halt 16 Stunden. Wenn du das Essen richtig zusammenstellst, also die richtigen Fette, die richtigen Kohlenhydrate, so kombinierst, dann bist du satt. Ja. Dann hast du auch kurz vom Bett gehen nicht das Gefühl, jetzt unbedingt noch was essen zu müssen, weil dein Körper ist satt. Und du gibst ihm dann, während du schläfst, bist du eh nicht hungrig. Hm. Und du gibst ihm einfach die Zeit, das vollwertige Essen zu verdauen. Ich glaube, was viele Leute gerade bei Low Carb für ein Problem haben, ist eben, dass sie sehr schnell wieder Hunger bekommen, weil der Sättigungszeitraum sehr klein ist, weil man eben auf die Masse an Kohlenhydrate verzichtet, die man sonst im Alltag, Pasta, Reis etc., Kartoffeln, alle Sachen, die richtig lange satt machen, verzichten. Was würdest du denen sagen oder für einen Tipp geben? Also grundsätzlich spielt dir beim Sättigungsgefühl, spielen die Kohlenhydrate weniger eine dominierende Rolle. Mhm. Beim Sättigungsgefühl ist eigentlich Eiweiß die Hauptenergiequelle, die uns satt macht, die dem Körper sagt, wir müssen nicht mehr essen, wir sind jetzt satt. Das ist das Eiweiß, das dafür verantwortlich ist. Und Fette. Fette machen dich unglaublich satt. Das heißt, wenn du eine kluge Kombination aus Fetten und Eiweiß mit den richtigen Kohlenhydraten, ich sehe schon, das sind perfekte Kohlenhydrate, und das in einer guten Kombination, hast du auch in Low Carb keinen Hunger. Deswegen hauen wir sie doch rein in die Pfanne. Du kannst gerne die 2 Dosen bzw. Gläser Kidneybohnen in die Pfanne hauen. Die braten dabei einfach jetzt nochmal ein bisschen mit an. Der Blumenkohlreis kommt auch gleich dazu. Knoblauch können wir auch schon mal dazu werfen. Weißt du, was noch geil kommen wird in die? In diese Komposition hier, die du da aufgebaut hast. Eine weitere Eiweißquelle, Tempeh. Aha, habe ich sogar da. Hast du da? Ja, aber bin ein bisschen zu faul, den jetzt auszupacken, weil ich schon ein anderes Rezept auch damit geplant habe. Aber das ja, gute Idee. Wird gut irgendwie in die Kombination passen. Bei Tempeh ist immer so ein bisschen mein Problem, dass man den relativ schwierig hier bekommt. Also normale Supermärkte haben den nahezu gar nicht. Machen sie. Hast du ein Video dazu? Klar. Logisch. Dann da oben in der Infocard. Verlinke ich euch gerne und gucke ich mir vor allem selber dann auch mal an. Möchtest du diese wundervolle Jalapeno ein bisschen kleiner bekommen? Ist das echt eine Jalapeno? Ja, ich denke auch immer, sicher? Das probiere. Ich finde auch, es ist komisch. Ich bin mir ein bisschen skeptisch, weil die verkaufen Jalapeno. Es als Jalapeno. Ja. Aber manchmal schmecken die auch nicht so richtig nach Jalapeno. Es gibt da nochmal Unterschiede. Ja, Jalapenos sind jetzt nicht so mega scharf. Nicht schon vor mega. Allem, wenn, ich weiß, du bist hobbymäßig Chili-Züchter und kochst auch mal mit Habaneros. Ja. Wenn man da erstmal einen Kontext hat, dann sind sie nicht mehr so scharf. Aber ich sag mal jetzt, wenn du einem Durchschnittsbürger in Deutschland eine Jalapeno gibst und sagst, beiß mal ab, dann hat der Probleme erstmal. Ja. Dementsprechend, wenn ihr euch noch nicht so traut mit scharfem Essen, dann tastet euch da erstmal langsam ran. Und das bedeutet, Kerne entfernen, dann ist auch nicht ganz so scharf. Apropos scharf, wir haben hier Chili-Pulver. Du magst scharfes Essen, oder? Hau rein. Genau, hauen wir rein. Das ist sauscharf, deswegen mache ich wirklich vorsichtig, weil ich habe mich genau an diesem Chili-Pulver schon sehr häufig verwirrt. Zumindest Originalton Aurelie. Für mich war es dann immer noch okay, aber ich verstehe auch, dass sie irgendwann dann nicht mehr das Essen so mag. Dann kommt hier Paprika rein. Okay. Auch ein bisschen. Nee, diesmal nicht. Könnte man aber eigentlich auch eine Prise reingeben. Habe ich noch nicht probiert, aber lass es gerne noch ausprobieren. Da hinten steht noch das von einem anderen Rezept. Ja. Man muss einfach mal spontan sein. Es riecht so genial. Ich mache nicht zu viel, aber so eine schöne Prise, damit man da so eine gewisse Rauchigkeit reinbekommt, kann ich mir gut vorstellen.
Was auch noch ganz cool kommt, finde ich, ist Oregano. Oregano? Ja, und ja. Was du gerne reinmachen kannst, ist Kreuzkümmel. Vom Kreuzkümmel okay. Gerne ein bisschen mehr, weil ich finde, Kreuzkümmel harmoniert echt mega gut so mit Kidneybohnen und ja, auch mit Paprika. Und Oregano daher darf man nicht so mega viel, was wir so ein bisschen so eine Note drin haben, aber ja, das Ganze könnt ihr euch natürlich total auf euren Geschmack auch würzen und wenn ihr irgendwas davon nicht mögt, einfach ersetzen mit was anderem, was passt. Als nächstes kommt dann unser Reis in Anführungszeichen rein, nämlich okay. Dieses wunderschöne Blumenkohl-Gemetzel. der Grund dahinter ist natürlich, dass wir hier an der Stelle auf Kohlenhydrate verzichten. Reis hat... Du müsstest mich schlagen, 23, 24, 25, ungefähr so um den Blumenkohl hat... Weniger, deutlich ja, weniger. Genau, richtig. Ich glaube 6 oder so. Ich habe okay. Nicht extra nochmal nachgeguckt, weil ich wüsste es jetzt auch nicht. Auf jeden Fall lassen wir es mal hier reinschneiden. Achtet drauf, dass der Blumenkohl auf jeden Fall nicht zu fein gemixt wird. Ich mache das eigentlich immer mit so einer Intervallstufe auch, damit man einfach sicher geht, dass der noch so ein bisschen Konsistenz hat. Denn ihr wollt ja was. Du kannst gerne, wenn sich was juckt, mach gerne. Achtet einfach drauf, dass nicht zu große Stücke sind, aber trotzdem noch etwas Biss hat. So, jetzt braten wir das Ganze auch nochmal ein bisschen an. Können wir gleich auch noch ein bisschen höher stellen, damit auch der Blumenkohl noch mal so ein bisschen Hitze abbekommt. Ein paar Röstaromen sind immer gut, genau, klar. Schadet ihm nicht. Und es riecht schon sehr geil, das Kumin, ja. Der Kreuzkümmel genau. Kommt. Und vor allem, ich glaube, der Kreuzkümmel mit dem geräucherten Paprika. Mhm. Könnte richtig gut kommen. Beim letzten Mal habe ich es ohne gemacht und da war das Essen auch schon richtig gut, weil durch die ganzen Gewürze, die wir jetzt auch da reingegeben haben, hat es auch einen richtig schönen, spannenden Geschmack. Eine Sache fehlt natürlich noch, Salz. Gerne, wenn du möchtest, auch ein bisschen Pfeffer. Da. Guter Move. Einmal ordentlich salzen. Einmal ordentlich pfeffern. So. Ich mische es nochmal gut durch, aber es muss jetzt auch gar nicht mehr so lange braten. Je nachdem, wie weich ihr die Paprika haben möchtet, könnt ihr die natürlich ein bisschen länger oder auch kürzer braten. Aber das Ganze ist jetzt wirklich ready. Ein tolles Essen. Okay. Ich sag mal, es gewinnt keinen Schönheitspreis, dieses Essen, aber es schmeckt verdammt lecker und es ist verdammt gesund. Und es muss sich halt einfach nur lange satt machen. Jetzt ein bisschen Limette, oder? Auf jeden Fall. Jetzt kommen natürlich noch die restlichen 4 Sachen, die wir gerade schon geschnitten haben, mit dazu. Nämlich einmal eben Limette. Kannst du gerne ordentlich drüber geben. Ich weiß, du liebst Limette genauso wie ich, deswegen ja. Gib ihm. Ja, genau. Hau rein, die Limette. Dann ein bisschen was Frisches und das finde ich bei dem Essen auch wirklich wichtig, so ein paar Tomaten einfach an die Seite, die kann man sich dann untermischen, kann man nicht auch direkt in die Pfanne werfen, aber ich finde es ganz schön, wenn es farblich irgendwie nochmal so getrennt ist. Dann, ich sehe, du magst es sehr scharf und haust ordentlich Jalapeno oben drauf. Ja, klar. Und, weil es ja ein mexikanisch angelehntes Rezept ist, Koriander darf nicht fehlen, auf meinem Kanal sowieso nie, aber gerade bei dem Rezept ist es auch echt wichtig, finde ich geschmacklich. Und schon hat man ein wundervolles Essen. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Der Ken, der ist schon am Futtern. Nur Jalapeno. Nur einfach mal so ein bisschen nach Jalapeno, wieso nicht. Ich kann euch auf jeden Fall versichern, dass es ein sehr, sehr leckeres Essen ist und vor allem so super schnell gemacht ist. Dazu auch noch gesund, das wollen wir mehr. Ken, danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Auf jeden Fall. Falls euch gesunde Rezepte generell interessieren oder auch einfach eine kreative Kochart, dann schaut unbedingt mal bei Ken vorbei und... Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen gekocht haben. Wahrscheinlich nicht. Ich freue mich jedes Mal wie ein kleiner Schneekönig. Sehr war gut. Wieder super. Perfekt. Euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.